Juten, Huhu, herzlich willkommen im Heidi Town. Na, irgendwann lerne ich das nochmal. So, wir sind jetzt mit dem Häusle fertig. Der Tag ist aber noch nicht ganz rum. Wir gucken mal nach, was sie auf dem Feld gemacht haben. Ob sie was auf dem Feld gemacht haben. Das Feld ist jetzt mit Weizen fertig. Sehr schön. Hier ist Roggen. Hier ist noch nichts. Ich weiß auch gar nicht, was da kommt. Okay. Das gucke ich mir gleich mal an. Also jedenfalls Roggen und Weizen wurde gesät. Ich muss jetzt aber erstmal was trinken. Mich vielleicht auch noch ein bisschen waschen. Das wäre auch nicht verkehrt. Geronimo! So, 6%. Und 0%. Aber ich werde jetzt mal eigentlich vor jedem Haus so einen kleinen Garten bauen. Dazu brauchen wir Quatsch. Dazu brauchen wir Zäune. Nehmen wir einen einfachen glatten Zaun, ne? Der sieht am besten aus. Hoffe ich. Ach, da haben wir noch Stücke, sehr schön. Ach, wir haben keinen Hammer. Das heißt, wir werden noch ganz schnell hier ein Dings ausgraben. Komm mal hier, du kommst mit. Und dann ist Schlafenszeit. Aber erstmal will ich hier den. Ach guck mal, ich hab ja was zum Waschen. Okay. Seid mir mal nicht böse, da sieht der andere Zaun besser aus. Halt nicht die Straße. So, wir gehen schlafen und werden dann am nächsten Tag werden wir dann den. Ich muss erstmal waschen gehen. Nimm ein Bad. Halt. Ach. Festhalten. So, fertig gebadet. Essen sollte ich auch was. Heute gibt es einen Topf zum Frühstück. Lecker, lecker, lecker.
So, wie gesagt, mal gucken, wiegen Holz. Wiegen Stock 85 sollte erstmal reichen. Aua. Und jetzt werden wir uns hier nämlich einen schönen Zaun zimmern und nicht so einen hässlichen wie gerade eben. Der sah dann doch eher sehr aus. Genau. Obwohl, der sieht ja noch besser aus. Technologie ist nicht freigeschaltet. Was brauche ich dafür? Na, guck mal, Technologie. Holzschuppen. Lattenzaun. Holzzaun. 500. Aber egal. Nee. Und Ressourcenlager 2. Noch ein Holzzaun. Ja, aber ich glaube, der andere Holzzaun, der war schon... Der hier, der ist schon... Doch, der ist schön. Ja, wie schön der ist. Guck mal. Ha! Und wie schön teuer der wird. Ach, Heidi, manchmal bist du doch vielleicht ein kleiner Idiot und hättest vorher kicken können, was für Ressourcen der braucht. Mein Gott. Oh ja. Naja, im Endeffekt ist es ja eh nur ein Nebenprodukt. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier vorne, waren noch Pilze. Wir werden jetzt noch ein paar Pilze sammeln. Sag mal, wo ist denn hier mein... Da. Da waren hier die Pilze. Pilz. 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 So, warte mal, wir konnten ja auch noch, haben wir denn Leder? Leder haben wir bestimmt ganz viel. Siehst du, was haben wir denn eigentlich an Feldermanagement? Weizenrocken, Flachs, Karotten, Kohl und Zwiebeln. Okay. Das sind dann Sachen, die... Was wollte ich nicht? Leder wollte ich kicken. Leder. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Ledertaschen basteln. Die können wir nämlich auch sehr gut verkaufen. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns ein bisschen besser anstellen beim, beim Flirten. So, 61 Taschen und wenn ich die Taschen pro... für drei verkaufe, ja, gibt gutes Geld. Also ich gucke ja bei Hirnsturz auch immer Synapsia, ist ja auch
ein Let's Play von Medieval Dynasty. Und der hat da irgendwann erzählt von irgendwelchen Fackeln, die man bauen kann. In einer Werkstatt oder in einer Schmiede. Da muss ich mal gucken. Weil die sollen wohl auch relativ leicht herzustellen sein und auch relativ gut Geld bringen. Da müssen wir mal gucken. So, 25 Taschen haben wir schon. Also ich glaube, bei 30 höre ich mal kurz auf und gucke nach, was die an Gewicht haben. Und ob ich die vielleicht so ja in der Näherei auch herstellen lassen kann, weil dann hat die da wenigstens was zu tun. So, gucken wir mal. Einfache Tasche, 29. Gewicht 4,53. Okay, das ist natürlich... Wenn ihr einen Keks hattet, Leder 23. Nichtsdestotrotz. Achso, nee. Ja. Management Häuser. Näherei. Einfache Tasche, tatsächlich. Ressourcen. Ach so. Ja, ja, schon klar. Gleich schon. Ach. Wenn du vorher ein Spiel gespielt hast, wo alles mit F war. So. Jetzt gucken wir noch mal nach, ob sie... Dabei. Sehr schön. Finde ich prima. Ach so, siehst du, da fällt mir noch was drin. Scheune. Ah, okay. Sehr schön. Gut, dann werden wir mal nach zu unserer Angebeteten latschen und hoffen, dass er heute gnädiger gestimmt ist. Weil schließlich will ich ja heute auch noch irgendwann mal, dass er bei mir einzieht. Und das funktioniert eben halt wirklich nur, wenn es dann auch gesprächsbereit ist. Würde echt mal interessieren, was da so ein Pferd kostet. Und wird bestimmt nicht billig sein. Oh, das ist bloß ein Hase. Ich kann mir vorstellen, dass die Wildschweine diese Pilze bestimmt auch lieben. Keine Beeren dran, ja. Also entweder abgeerntet oder eben halt Herbst.
So, das ist unsere Tongrube. Ach, siehst du, ich wollte mir ja noch eine Schaufel bauen. Ach, so viel zu tun und so wenig Lust. Also, ich meine, Zeit. So. So, das nächste Gebäude, was ich bauen werde, wird eine Taverne sein, damit sich die Leute auch. Amüsieren können. So, dann wollen wir mal mit ihm hier quackeln. Naja, aber schon mal besser als. So, und sie ist bei der Yacht. Das heißt, sie könnte bei der Yachthütte mit einsteigen. Drogomira. Aha. 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 Heimatlos muss ich aber ein bisschen ändern. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder was? Was haben sie denn jetzt hier gemacht? Ey, das kann's doch nicht. Das glaube ich ja nicht. Ey, was soll denn das? Das kann's doch nicht geben. Ey Leute, ich kann doch jetzt nicht für jeden extra Haus bauen. Also das ist ein Rückschritt. Ein absoluter Rückschritt. Echt mal. Das geht so ja nicht. Hier, einfach Steinhaus 1 von 3, 2 von 3, 2 von 3, 1 von 3, 1 von 3, 1 von 4. Und ich kann da kein. Nee, geht nicht. Ey, das ist doch bekloppt. Also das ist doch völlig bescheuert. Wohl, warte mal, wir machen mal was anderes. Also das ist ja schon wieder was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, das bin ich. Ach, das geht ja nicht. Auch schön. Hey, was ist denn jetzt los? Ey, das ist ja nicht wahr. Also. Hä? Ach so, stimmt. Sie ist ja da Bergarbeiterin, genau. So, und wer ist sie hier? Kanuta. Okay, dann werden wir Kanuta. Amelia.
Wieso geht denn das nicht? Ey, das ist doch bekloppt. Also das ist echt bescheuert. Tut mir leid. Das ist ein absoluter Rückschritt. Gar keiner da. Oh, schön. Das ist ein absoluter Rückschritt. Ich kann doch hier nicht für jeden neue... Ah, nee. Tut mir leid. Also das... Das gefällt mir überhaupt nicht. Quatsch. So, einfache Tasche. 319. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ein absoluter Rückschritt. Es war am Anfang so, dann haben sie es geändert. Und warum sie es jetzt wieder zurückgeändert haben, weiß keiner. Ganz, 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 ganz schlecht. So, halt, ich wollte ja mit meiner... Also wenn es wirklich so bleibt, dann weiß ich nicht, ob ich das hier weitermachen will, weil ich kann hier nicht für jeden neuen ein Haus bauen. Dann brauche ich ein Limit von 500. An die Gebäude. Das ist ja Quatsch. Ist doch völlig bescheuert. Schön. Da luft sie doch. Ey, wir verstehen. Ey, was ist denn? Ey, da sag mal. Also. Spiel wird so mehr und mehr unsympathisch. Also ist klar, dass es nicht von heute auf morgen gibt, aber... überhaupt nichts funktioniert. Das ist natürlich... Ach, Leute, ey... Wie kann man ein Spiel, was so toll angefangen hat, so verhunzen? Es sollte doch eigentlich angeblich leichter gehen. Mann, 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 ey. Nee, so gefällt mir das nicht. Gut, es ist ihr Spiel. Sie können machen, was sie wollen. Das ist schon richtig, aber... Ja. Ich kann natürlich auch machen, was ich will. Wenn ich sage, ich spiele es da nicht mehr, weil es mir einfach nicht mehr gefällt. Und so gefällt es mir überhaupt nicht. Guck mal, ich habe 5 Häuser. Mit je 3 Plätzen. 3, 6, 9, 12 und da habe ich so ja 4 Plätze. Das heißt, ich habe Platz für 16 Personen. Habe jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 9. Und kann die aber nicht einquartieren. Völlig beknackt, völlig bescheuert. Ja, tut mir leid. Also das ist, was ein absolutes No-Go ist. Was ein...
totaler Minuspunkt ist. Ja, mal gucken. Also, ich werde mir das jetzt hier vielleicht noch eine Weile angucken, aber so, ich kann hier nicht jedes Mal ein neues Haus bauen. Das geht einfach nicht. Naja, ich beende erstmal die Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss.